Diesmal sind wir auf der Autobahn gefahren, hier bis zur Ausfahrt bei Bolotonszaso und dann ging es weiter unter der größten und höchsten Talbrücke Mitteleuropas bei Köröshed und dann noch einen guten Kilometer runter ins Tal bis zu dieser Kreuzung bei Bolotonszaso. Hier muss man dann rechts abbiegen, wenn man aus dieser Richtung nach Bolotonföldvár fährt und dann geht es einen guten Kilometer weiter auf einer schön ausgebauten vierspurigen Straße. Bei dieser Moltankstelle erreicht man dann Bolotonföldvár, dann geht es wieder ein bisschen steil runter ins Ortszentrum. Bolotonföldvár ist eigentlich ein schöner Ort im Sommer mit vielen Touristen, aber in den anderen Jahreszeiten ein bisschen verschlafen. Hier muss man noch ein bisschen weiterfahren und etwa 500 Meter weiter hinter diesem Veda-Tor erreicht man auch die Stelle, wo man links oder eben rechts abbiegen muss, je nachdem aus welcher Richtung man hierher gefahren ist. Dann geht es noch etwa 300 Meter weiter bis zu den Bahngleisen. Die muss man überqueren und dann gleich wieder links abbiegen. Hier sieht man schon den Hafeneingang. Und wenn man Glück hat, findet man hier auch einen Parkplatz. Im Mai ist das natürlich viel einfacher als in der Sommersaison. Aber man kann ja immer Glück haben, nicht nur im Mai oder im Winter. Man muss es immer versuchen, wenn man hier ankommt. Zum Glück haben wir hier auch gleich einen Parkplatz gefunden. Und was noch schön an der Sache ist, ist, dass man keine Parkgebühren bezahlen muss, solange es diese Corona-Situation gibt. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Wir gingen aber weiter vorbei an den geöffneten Imbissstuben, die teilweise auch noch ein bisschen hergerichtet werden. Und dann unter den Arkaden, unter diesem prächtigen Tor, haben wir auch das Hafengelände erreicht. Und schon von hier aus hat man gesehen, wie schön es hier ist. Auch das Wasser hat eine wunderbare Farbe. Und wir haben uns entschieden, erstmal nach rechts zu laufen, vorbei an diesen Booten, die hier angelegt sind und auch vorbei an diesem Bau. Hier im Hafen kann man auch eine Runde drehen, denn es ist ein Rundhafen. Überall parken ja die Schiffe, überall können sie anlegen und es gibt hier weiter vorne auch eine kleine Insel hinter diesen Booten. Auf die Golombinsel wollten wir natürlich auch, aber zunächst haben wir die schönen Boote auf dem blauen Wasser bewundert. Bolotonföldvár ist übrigens einer der größten Häfen hier am Balaton. Es liegen etliche hundert Yachten und Boote hier im Hafen. Und es war wirklich schön, der Hafen selbst, aber auch das Wetter. Und natürlich ist es immer schön, wenn man bei so einem Wetter einen Hafenbesuch machen kann. Wir gingen dann weiter, weil wir zunächst die Spitze der Mole auf der Westseite erreichen wollten. Wir haben heute einen sehr windigen Tag, vielleicht hört man das auch an meiner Stimme. Es gibt auch für den Balaton ungewöhnlich hohe Wellen. Gleich werden wir sehen, wie die Wasserfläche aussieht. Und das haben wir auch gesehen, es war wirklich sehr windig. Nur im geschützten Bereich hatten es die Enten gut. Wir gingen aber tapfer weiter bis zur Spitze und haben die Aussicht gemeinsam mit den Enten bewundert. Aber von hier aus kann man schon die Golombinsel sehen, auf die wir eigentlich wollten. Und jetzt gehen wir auch rauf auf die kleine Insel mit der Grünfläche. Hier kann man natürlich in allen Jahreszeiten schöne, gemütliche Stunden verbringen. Und das haben wir auch diesmal getan bei diesem herrlichen Sonnenschein. So groß ist etwa diese kleine, künstlich angelegte Insel mit ihren Bäumen. Aber immerhin ist das hier ein Hundeparadies, wie wir das auch sehen. Unabhängig davon, wie groß die Vierbeiner sind, können sie sich hier richtig wohlfühlen mit ihren Herrchen oder mit ihren Fräuchen. Man kann sich auch gemütlich hinsetzen und sich das alles anschauen. Das haben wir an diesem Nachmittag auch getan. Auch die Angler finden hier ein Paradies, manchmal von höheren Gewalten geschützt. Dann ging es aber für uns wieder weiter zurück in den Hafenbereich. Man sieht auch an diesen Bildern vielleicht, wie schön der Sonnenschein war und wie schön überhaupt das Wetter an diesem Nachmittag in Bolotonföldvár war. Vorbei an Booten, die Frauennamen tragen, sind wir dann weitergelaufen bis zur Mitte des Hafens, also etwa hierher.
Wir haben hier 17.30 Uhr und es ist wirklich sehr angenehm, hier im Hafen von Balatonfjordvar unterwegs zu sein. Wir hätten das gar nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen wird. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich auch schön hier im Balatonfjordvar, auch diese Boote, die hier angelegt auf die Sommersaison warten. Wir gingen dann auf dieser kleinen Brücke weiter zur Spitze der Mühle auf der Westseite. Und von hier aus hatten wir natürlich auch eine wunderschöne Aussicht. Hier gab es schon eine Menge Angler. Und dort vorne das kleine gelbe, ja, könnte man vielleicht Häuschen sagen, das wir vorbei an diesen Booten erreicht haben. Es ist eine kleine Aussichtsstelle. Man hat zumindest den Eindruck, als würde man von oben mehr sehen als von unten. Ob es so ist oder nicht, das kann jeder für sich entscheiden, aber man kann auf jeden Fall den Hafen gut sehen und auch die Halbinsel Tihony, die Westseite auf dem anderen Ufer, auf dem Nordufer des Balatons. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht. Aber man kann natürlich auch hier eine SMS schreiben oder eben das Nordufer bewundern und auch den Balaton bei einem starken Wind. Auch an Booten kann man sich hier jederzeit satt sehen. Egal, ob sie im Hafen liegen oder gerade auf dem Wasser fahren. Und auch das ganze Nordufer noch einmal auf diesen Bildern. Dann ging es aber für uns weiter, da jeder Spaß muss einmal ein Ende haben, leider. Wir haben den Booten hier Adieu gesagt und einen Fischer gesehen, der tatsächlich einen Fisch gefangen hat. Wir gingen weiter und das sieht man jetzt im Bild nicht, aber hier links gibt es auch eine Stelle, von wo aus man die Kwoshoi Allee sehr gut sehen kann. Und da gibt es auch eine kleine Gaststätte, auf deren Terrasse wir uns einige gemütliche Minuten gegönnt haben. Die Gaststätte war noch zu, aber hinsetzen konnte man sich trotzdem. Dann liefen wir weiter runter zum Ufer über dieser Grünfläche. Hier sieht man vielleicht auch die vielen Insekten, die auch unsere Windschutzscheibe verschmutzt haben. Es ging dann weiter über diese kleine Brücke hinunter bis zum Ufer, wo man sich hinsetzen konnte und von wo aus man auch die Segelboote bewundern konnte. Das ist schon die Kwoshoi Allee, über einen Kilometer lang. Hier sieht man die Allee in beiden Richtungen. Vielleicht sieht man auch auf diesen Bildern, wie schön diese Kwoshoi Allee ist, die vom Jagdhafen aus beginnt. Über einen Kilometer ist diese Allee lang mit schönen Platanen. In allen Jahreszeiten lohnt es sich hier einen Ausflug zu machen. Und man kann sich hier natürlich auch die schönen Villen anschauen, die im letzten Jahrhundert gebaut wurden. Also dieser Besuch heute hier in Balatonfjordvar war wirklich sehr angenehm. Selbst uns hat es überrascht, wie schön es hier war. Wenn Sie in Ungarn sind, wenn Sie Zeit und Lust haben, können wir Ihnen einen Besuch hier nur empfehlen.